Happy Birthday, liebe Franzi. Happy Birthday to you. Auf dich. Auf dich. Dankeschön. Du, vorhin hat mir Daniel wieder einen vorgeheult. Das Weichei. Sorry, dass wir keinen Pride Month Merch anbieten. Der macht sich auch wegen jedem kleinen Scheiß gleich ins Hemd. Keine Sorge, CSD ist bald wieder um und dann kommt schon wieder Weihnachten. Sag mal, habt ihr das mitbekommen mit diesem 17-Punkte-Plan? Ja, dass sie da jetzt drauf kommen. Also wir beide, wir machen schon seit Jahren Charity Work für Afrika. Mhm. Ja, ganz tolles Patenschaftsprogramm. Wir spenden für einen kleinen Jungen, damit er zur Schule gehen kann. Oh. Ja, aber ich finde das wirklich toll, was die sich überlegt haben. Auch zum Thema Gleichberechtigung und so. Ja, jetzt wollen wir uns mal nicht mit so traurigen Themen aufhalten. Scherz, bringst du uns noch was zu trinken? Oh ja, ich hätte gerne... Nein, sag nichts. Ich weiß doch genau, was ihr beide trinken wollt. Dieses vegane Hirsezeug ist ja echt nichts für mich. Manchmal, wenn sie nicht guckt, dann spüle ich das einfach im Klo runter. Danke dir. Nein, für euch zwei habe ich doch noch was ganz Besonderes vorbereitet. Tada! Sind die nicht super? Ja, das ist ja... Ja, danke. Ja, für euch hat sie echt keine Kosten und Mühen gescheut. Manchmal bin ich ja fast neidisch, dass ihr euch einfach so was mit Schirmchen bestellen könnt. Also ich würde mich das ja nicht trauen, ne? Mutig nenne ich das. Mutig. Mutig, sich an einen Tisch mit vier Vollidioten zu setzen. Recht hat er. So hat er das ja nicht gemeint. Könnte ich jetzt einfach bitte ein Bier haben? Jetzt stellt ihr euch aber echt an. Hier geben sie doch alle wirklich viel Mühe. Ja, uns ist doch auch schon um einiges besser geworden. Ihr dürft doch jetzt heiraten. Übrigens, er spült dein Essen im Klo runter.